Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, das für einen historischen Augenblick sind ein bisschen zu wenig Leute hier, obwohl es sind viele ja auf den Zuschauerbänken. Das Fahrrad, und mit dieser großen Anfrage Radverkehr unterstreicht die Landesregierung dies nochmal, ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Das mag vielleicht grün klingen oder nur grün klingen, aber da gibt es keinen, zum Glück ja unter eigentlich allen Verkehrsplanern, unter allen Verkehrsexpertinnen und Experten, keinen Streit. Das Fahrrad hat einen großen Stellenwert in dem künftigen Mobilitätsmix und es vor allen Dingen, es wächst massiv in den letzten Jahren. Und zwar gar nicht, weil es in irgendeiner Weise regierungsmäßig verordnet worden wäre, sondern weil die Leute umsteigen, weil sie schnell von A nach B kommen wollen, weil sie sich bewegen wollen, weil natürlich die Frage von Parkraum in den Innenstädten eine große Rolle spielt, weil es neue Modelle gibt. Mit den E-Bikes, mit den Falträdern, mit den Lastenrädern gibt es unglaublich interessante neue Angebote. Und deswegen greifen viele Leute in den letzten Jahren zunehmend aufs Fahrrad zurück. Im Model Split in der Bundesrepublik ist es in den letzten 5 Jahren von 9% auf 14,5% gewachsen. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen ja einige Städte, da ist natürlich Münster der absolute Vorreiter, wo es nahe an 40% kommt. Aber es gibt andere Großstädte wie auch Köln oder Düsseldorf, wo man die 15-Prozent-Marke knackt. Also das Fahrrad ist überhaupt kein Nischenverkehrsmittel mehr, sondern es wird immer mehr zum Trendverkehrsmittel. Ich habe kürzlich mal einen Trendforscher im ZDF-Kulturmagazin Aspekte gehört, der sagte, wer modern sein will, heutzutage wird Fahrrad. So. Und damit wir als Landesregierung diesen Trend, der natürlich gut ist, verstärken können, haben wir diese große Anfrage zum Radverkehr gestellt, um, das hat eben der Kollege Becker ja schon ausgeführt, einfach Fakten und Datenmaterial zu bekommen, was in Nordrhein-Westfalen im Bereich Radverkehr in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon passiert ist und wo es Handlungsbedarf gibt, um es auszuwerten, um zu gucken, was man in den Häusern, in den Kommunen, also in den Häusern der Landesregierung, in den Ministerien, in den Kommunen, in den Regionen machen kann, um diesen Trend zum Rad und zum Radverkehr entsprechend noch zu unterstützen. Weil was ganz klar ist, für uns vernünftige Radverkehr, also beziehungsweise der Umstieg auf das Fahrrad braucht eine vernünftige Infrastruktur. Immer mehr Menschen sind bereit, umzusteigen, aber es muss eben vernünftige Möglichkeiten dazu geben. Dafür braucht es vernünftige Radwege, dafür braucht es vernünftige Radabstellmöglichkeiten, sichere, dafür braucht es auch für die E-Bikes vernünftige Ladestationen und etc. Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ein Netzwerk, um das uns andere Bundesländer, und zwar alle Bundesländer, beneiden mit der AGFS, also der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Kreise, mit mittlerweile, ich hätte gesagt, gut 75, der Andreas Becker wusste die genaue Zahl, mit 76 Mitgliedsstädten und Kreisen, und es werden immer mehr. Wir haben ja in jedem Monat auch eine Bereisung, wo wir uns neue Städte angucken. Demnächst sind wir in Bochum unterwegs. Also, es gibt eine gute Agentur, die Städte berät, fahrradfreundlich zu werden. Wir haben über 70 Radstationen im Land. Das war auch ein rot-grünes Erfolgsprojekt aus der Regierungszeit 1995 bis 2005. Die Einrichtung der Radstationen an vielen großen Hauptbahnhöfen, hier auch in Düsseldorf, die Möglichkeit, Fahrräder abzustellen, sie reparieren zu lassen, Fahrradwaschanlagen etc. Also alles das, was an Infrastruktur notwendig ist. Und in Nordrhein-Westfalen ist eben hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm viel auf den Weg gekommen. So, und wir wollen hier nicht stehen bleiben, wir wollen diesen Trend verstärken, wir wollen es unterstützen. Das ist auch ein Projekt für die nächste Legislaturperiode, die hoffentlich SPD und Grüne wieder gemeinsam bestreiten werden. Und dann werden wir vieles, was hier in der großen Anfrage Radverkehr skizziert worden ist, umsetzen. Wir werden das, was da an Datenmaterial, an Zahlen auf den Tisch gelegt worden ist, auswerten und in ein gutes Regierungsprogramm stricken. Und vielleicht zum Abschluss, ist es nun nicht so, dass wir da weltweite Trendsetter sind. Wir sind in Deutschland sind wir vorbildlich mit unserer Radverkehrspolitik, aber wenn man sich ein bisschen umguckt in die Nachbarländer, in die Niederlande, nach Dänemark, Copenhagen Nice ist ja so das Schlagwort, wenn man für Radverkehrspolitik wirbt, 45% Radverkehrsanteil im Model Split, also sozusagen jedes zweite Fahrzeug quasi, was in der Innenstadt unterwegs ist, ist ein Fahrrad. Nicht nur, weil es eine gute Bewegungsform ist, sondern weil es natürlich unsere Innenstädte klimafreundlicher macht, von Schadstoffen entlastet, die Parkraumsituation verändert, Leute bewegen sich, bleiben gesund und die großen Metropolen in der Welt haben das entsprechend auch erkannt. Selbst in New York gibt es jetzt ein großes Leihrad-System, Verleihsystem.
London investiert in den nächsten 15 Jahren 1 Milliarde Pfund in Radwege, in Fahrradinfrastruktur. Wer nach Paris fährt, wer nach Barcelona fährt, nach Wien, überall große Fahrradverleihsysteme, neue Radwege, neue Abstellmöglichkeiten. Also in der Welt ist da viel auf den Weg gebracht. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir einiges geschafft, um das entsprechend zu unterstützen, vorantreiben zu können, am liebsten parteiübergreifend, auch mit der Unterstützung der Opposition in vielen Kommunen, die da notwendig ist. Ich sehe schon, Herr Schemmer meldet sich. Ich vermute, dass er mir sagen will, dass seine... Nein, er macht das ja schon, weil in seinem Ort im Münsterland ist Fahrradverkehr ganz vorn und vermutlich will er mir das jetzt noch mitteilen. Ich lasse das natürlich zu, Herr Präsident. Ja, aber die Redezeit ist lange vorbei. Oh, dann hätten Sie mich ja vorher schon mal daran erinnern können. Ja, ich habe leise immer, ich mache das ja sehr auf eine nette Art und Weise, aber es ist deutlich überschritten. Sie waren so in Fahrt, dass Sie diese kleinen Hinweise nicht wahrgenommen haben. Es kann passieren. Das nächste Mal 80 aufmerksam. Schönen Feierabend noch. Geht ja nicht mehr. Die Redezeit ist vorbei. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns noch eine weiter gute Debatte. Jo. Danke. Denn, verehrte Kolleginnen und Kollegen,